Ja, moin, hallo Leute, oder muss man sagen, ho, 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 frohe Weihnachten. Ja, Weihnachten, zweiter Weihnachtstag, irgendwie ist mir langweilig, habe ich mir gedacht, gucken wir mal ins YouTube, auch nicht viel los, Fernsehen auch blöd, habe ich gesagt, wenn YouTube nicht viel los ist, mache ich nochmal ein Video, damit ihr noch was zu gucken habt, vielleicht ist ja auch einigen Leuten langweilig. Und zwar habe ich noch was nachzutragen. Und zwar ein Update zu einer Folge, zeig mir dein PV-Angebot. Und das ist diesmal die Folge 7. Das war die Folge, die ich mal irgendwann, glaube ich, durch Mittwochs mal gezeigt, weil die relativ kurz war. Und zwar das Angebot, das man nicht ablehnen kann vom Andreas. Und ich zeige euch nochmal ganz kurz meine Abrechnung von dem Angebot. Das war hier die Anlage 14,4 Kilowatt Peak. Für 13.603,28 €, also eine durchaus günstige Anlage, die sich in nur 10 Jahren amortisiert haben wird. Ja gut, das ist nur noch mal die kurze Einblendung, das muss ich jetzt nicht noch mal wieder durchgehen. Wer das noch mal genauer sehen will, ich verlinke das Video wie immer, oder das ist ja jetzt eigentlich jetzt das zweite Update, aber das Video zu dem sich das Update links verlinke ich euch natürlich noch einmal. Gut. Das muss ich doch mal ein bisschen Licht anmachen dabei. Ich habe gedacht, das Tageslicht reicht uns heute noch. Ich mag es ja eigentlich lieber bei Tageslicht zu drehen, aber passt halt nicht, da die Sonne geht schon langsam weg. Es ist gerade erst 3 Uhr. Es ist eigentlich ganz schrecklich. Aber heute war es sonnig. Heute hat auch mein Akku mal wieder Strom gekriegt. Gut. Kleines Vorwort noch. Die Elektroautofahrer oder Leute, die sich jetzt ein Elektroauto kaufen und noch THG-Quote suchen, in meiner Videobeschreibung gibt es jetzt auch einen Link zu einem Anbieter einer THG-Quote, der meiner Meinung nach recht gut ist. Und die anderen Links seht ihr ja, die da so sind. Ne? PayPal, Solar und. Egal, so. Wir sind beim Angebot von Andreas Fritz und nun habe ich eigentlich, hat er mir die Bilder geschickt von seiner Anlage, beziehungsweise damals gab es überhaupt gar keine Bilder vom Haus. Und witzigerweise, jetzt, wo die Anlage gebaut wurde, hat er mir dann auch die Bilder des leeren Daches geschickt. Und dann sehen wir hier mal, das ist also eine Drohnenaufnahmen vom Haus. Das ist ein schönes, großes, leeres Dach. Also ich meine, da bietet sich natürlich auch an, eine schöne PV drauf zu bauen. Na, und dann nochmal von der Seite. Ja, ist auch ein relativ hohes Objekt. Also eigentlich witzig, dass das so günstig ist, weil da ja auch die Gerüstkosten eigentlich entsprechend hoch sind. Apropos Gerüstkosten, hier sieht man also schon, da steht dann schon das Baugerüst. Und ja, vom Wetter her natürlich, es ist eine Dezember-Installation. Also damals war ja noch gar nicht so genau klar, ob die Anlage schon installiert ist oder nicht. Das wusste ich in dem Video ja gar nicht. Wenn ihr das Video nochmal guckt, dann seht ihr auch, was ich davor gesagt habe. Und inzwischen ist also klar, das war noch nicht installiert, sondern ist jetzt aktuell installiert. Ich glaube, die Bilder habe ich jetzt kurz vor Weihnachten am 20. gekriegt und ein paar Tage vorher ist installiert worden. Ja, wie gesagt, also ist nicht das schönste Wetter, um auf einem Dach rumzukrabbeln. Auch leider nicht das schönste Wetter, Videos und Filmchen zu machen. Also hat Andreas sich da auch ein bisschen zurückgehalten. Ist auch nicht so schlimm. Hier sieht man jetzt, wie die Modulschienen aufs Dach montiert werden. Ist ja mal der erste Schritt. Und hat Andreas das nochmal ganz von nahem gezeigt. Sieht man also auch ganz gut hier der Haken unter der Pfanne. Also das System, das könnte auch ein Schletter sein. Jetzt weiß ich gar nicht genau, was das für ein System ist. Aber es könnte gut Schletter sein, weil das kommt mir sehr bekannt vor. Und ich habe ja auch Schlettermodulhaken. Ja, ist jetzt, ne, alles nicht mega spannend. Aber ne, wie gesagt, ordentlich montiert. Hier haben sie auch gleich schon schön in einer Linie gebaut. Bei mir haben sie es ja nachträglich runtergeschnitten. Das werden sie da nicht gemacht haben müssen. Ja, sieht man dann hinten auch, wie einer noch eine Stange montiert. Da kamen dann schon langsam die Module. Also die ersten Module schon Richtung Dach. Und wobei sowas, da so ein Modul da mit Schnur hochzuziehen, also mit Seil. Ich persönlich stehe da nicht so drauf, weil das kann halt auch gegen das Gerüst fliegen. Und wenn es halt mit der falschen Seite voll gegen das Gerüst knallt, kann da auch mal so ein Mikroriss entstehen, der dann am Ende irgendwann Ärger macht. Das Problem ist halt oft,
wenn das so hoch transportiert wird, die Module, und nicht genau aufgepasst wird. Diese Mikrorisse machen am Anfang noch gar keine großen Probleme. Die Probleme kommen dann erst mit der Laufzeit oder wenn da Feuchtigkeit reingerät und dann noch Frost womöglich den Riss dann etwas erweitert. Dann gibt es halt später irgendwann Probleme und das ist eigentlich nicht so schön. Da ist es dann besser, wenn man mit drei Leuten ist, und vielleicht waren sie nur zu zweit, aber wenn hier noch ein oder zwei in der Mitte stehen, die das dann hochgeben, also das ist dann deutlich besser. Gut, aber es ist nun so gelaufen, die Module sind auch so aufs Dach gekommen. Also auch wenn man es nicht toll macht, funktioniert es auch. Und ja, hier sieht man dann hinten schon so ein bisschen, die ersten Module werden da installiert. Und da ist dann die Modulfläche vom NAN. Auch wieder so Verfärbung auf den Module. Das habe ich in letzter Zeit öfter mal gesehen bei einigen Modulen. Ja, man ist nicht ganz sicher, was das eigentlich ist. Wir haben das im PV-Forum auch nochmal besprochen. Es scheint keine Leistungseinbußen durch sowas zu geben, was das genau für Verfärbungen sind. Vielleicht, wenn es einer von euch weiß, kann es gerne mal unten in die Videobeschreibung reinschreiben. Aber wie gesagt, es macht wohl keinen wirtschaftlichen Nachteil. Ja, sieht halt nicht ganz perfekt aus. Ne? Das ist also auch die Module kommen mir bekannt vor. Ich muss jetzt gleich doch mal eben gucken, was das eigentlich für Module sind. Ja, kein Wunder, dass mir die Module bekannt vorkamen. Ich habe jetzt mal kurz zwischendurch reingeguckt. Das sind tatsächlich Q-Cells-Module. Also das müssen aber schon G9 sein. Aber 360 WP-Module. Das System ist aber nicht von Schletter, sehe ich jetzt aber auch hier. Das ist ein Würth-System. So, jetzt hoffe ich, dass meine Spülmaschine nicht zu laut ist. Ich habe sie nämlich heute laufen mal. Genau, hier ist dann der Wechselrichter von Huawei. Da macht sich dann irgendwo, der ist dann auch draußen montiert. Ja, ist dann ein unscheinbarer kleiner Kasten. Hier sehen wir die Modulfläche nochmal von oben. Also ich persönlich bin der Meinung, da hätte noch ein bisschen mehr drauf gepasst. Hier oben in der Ecke. Hier hätte eigentlich, wenn man ein bisschen weiter nach links gegangen wäre, noch ein Modul hingepasst. Hier in der Ecke hätten noch zwei hingepasst. Eigentlich hätte man das ganze Modulfeld vielleicht auch, aber wahrscheinlich ist das wieder für einen Schornsteinfeger hier, dass er da ran kann. Ja, aber der kommt eigentlich von der anderen Seite. Also man hätte das schon noch enger belegen können. Aber ist halt oft so, wenn die dann sagen, so und so viel wollen wir drauflegen, dann nehmen die den Platz, wie es ist. Es ist noch schlimmer, ist das mal bei Solarthermieanlagen. Also die Gaswasserinstallateure, die belegen gerne Dächer so, dass man danach nichts, aber auch gar nichts mehr darauf kriegt. Gut. Das ist dann hier nochmal von oben. Und dann kommt gleich noch ein Bild ganz von oben. Dann sieht man also beide Seiten. Also ich finde es noch etwas dünn belegt. Also ich hätte mir hier noch Module drauf vorstellen können. Hier sind fehlen Module. Eigentlich hätte man die ganze Seite runtersetzen können. Dann hätte man hier oben noch überall welche drüber gekriegt. Ja, gut. Also dachvoll ist das meiner Meinung nach noch nicht. Entschuldigung, Andreas. Aber klar, 14,45 Kilowatt Peak oder waren das 4,5 oder 4,4? Ich weiß gar nicht mehr. 14,4 ist dann auch schon eine Ansage. Also will man, na, was will man da machen? Meckern auf hohem Niveau. So, und hat er hier noch ein ganz paar, wie gesagt, die Anlage ganz von weiter oben. Hier nochmal ein bisschen Nahaufnahmen. Ja, also es ist ordentlich verlegt, da kann man nicht sagen. Ne? Und ja, es gibt eine Menge leere Dächer, dann ist das Dach schon mal auf jeden Fall besser. Muss man ja auch so sehen. Ne? Und das nochmal so ein bisschen von der Seite hier. Das war das erste Bild nochmal, genau. Gut. Ja, gut, das war so ein kleines Update am Sonntag jetzt mal oder am Weihnachtssonntag. Morgen kommt mein Kanalgeburtstagsvideo. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Es ist wieder wie immer, aber es kennt ihr ja von mir, viel Gelaber. Gut, was ich noch vergessen habe, auch in dem Video morgen zu sagen, ist, ihr dürft meine Inhalte natürlich auch gerne mal teilen. Das heißt, Videos, die euch gefallen, könnt ihr auch anderen mal schicken. Vielleicht gefallen die denen ja auch und könnt auch mal ein bisschen zur Verbreitung meines Kanals beitragen. Einfach so. Aber es ist auch kein Muss. Ansonsten ist natürlich immer mein beliebtes Abonnieren, Daumieren, Kommentieren,
diskutieren. Was haltet ihr von der Anlage? Hättet ihr da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Module auf dem Dach gesehen? Oder naja, aber das ist doch schon mal gut genug, wenn jemand so 14,4 Kilowatt Peak schon mal aufs Dach baut. Es ist ja, wie gesagt, das ist ja immer so. Mehr geht meistens immer. Und das Problem ist nur bei der Anlage, die ist jetzt so blöd hingesetzt, wenn er da hinterher noch Lust drauf kriegt, hat er ganz schön viel Arbeit, da noch Module zuzukriegen. Aber gut, das ist egal. Der Andreas hat schon mal seinen Teil ein bisschen geleistet. Und ich hoffe, ich kann dann noch demnächst andere Fortsetzungsvideos zeigen von Anlagen, die wir schon mal vorgestellt haben. Und am Mittwoch wird es ja sicherlich nochmal ein Zeig mir deine PV in neu geben, eine neue Folge. Und ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, wenn ihr am Chat teilnehmt und wenn ihr dann alle da seid. Und bis dahin und denkt morgen an meinen Kanalgeburtstag. Ciao, ciao.